Liebe Schwestern und Brüder, im liturgischen Kalender der Ostkirche haben wir keinen Advent, sondern vorweihnachtliche Fastenzeit, aber wir haben das gleiche Weihnachtsfest. Auf dem Weg zu diesem Fest nehmen wir verschiedene Wünsche, Gedanken und Gefühle mit. Ukraine steht im Krieg. Durch die massive Raketenattacken haben wir großteils keinen Strom. Wenn der Strom da ist, scheint es selbstverständlich zu sein. Wenn er fehlt, dann wird die Lage dramatisch. Die Menschen in der Ukraine haben Sehnsucht nach Licht, Wärme und Frieden. Wenn wir auf die Heilige Nacht zurückblicken, dann erstrahlt der Stern den Weg. Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe bringt die Wärme. Und der Gesang der Engel vom Himmel bestätigen Frieden auf Erden. Es sind die Gefühle von Weihnachten. Wir sind sehr dankbar für jedes Zeichen der Solidarität von der Seite der Weltgemeinschaft. Was gibt mir persönlich Hoffnung und Zuversicht? Unter anderem Begegnungen mit den Menschen. Die Kinder schenken mir viel Vertrauen, Offenheit. Die Jugendlichen motivieren mich, denn sie wollen nicht, dass ihre Zukunft gestohlen wird. In den Augen der älteren und bedachten Menschen sehe ich den goldenen Herbst. Jesus selbst wurde auf der Flucht geboren. Schon als Flüchtling kam er zur Welt. Somit ist er mit vielen Menschen solidarisch, die ihre Häuser und Heimat verlassen mussten. Wo sich die Menschen begegnen, wo sie solidarisch sind, dort herrscht Licht, Wärme und Frieden. Und es ist Weihnachten. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Weg dahin.